Von Theodoras Spiritsch kann man sich einiges abschauen. Nicht nur das Saxophonspielen oder ihren Gesang. Theodora hat auch ein Patentrezept gegen Liebeskummer. Achtung, jetzt wird's verrückt. Die 20-Jährige hat sich einfach noch nie verliebt. Das ist genial. Trotzdem schreibt sie am liebsten Herzschmerz-Songs. Ich habe halt durch meine Freunde, weil ich die Psychologin der Gruppe bin, eigentlich alles mitbekommen. Und so schreibe ich halt auch Songs über deren Situation. Theodora ist eine einfühlsame Zuhörerin und kann sich extrem gut in die Gefühlswelt anderer Menschen und vor allem die ihrer Freunde hineinversetzen. Wenn ich Songs schreibe, kann es schon mal passieren, dass mich jemand zur Seite nimmt und fragt, ob es mir eh gut geht und dass sie sich entschuldigen darf, was ich alles durchmachen musste. Dann sage ich immer, nein, eigentlich geht es mir eh ganz gut. Ich bin ein ziemlich glücklicher Mensch. Vor allem, weil sie jetzt wieder endlich auf die Bühne darf. Hier ist Theodora Spiritsch mit Ain't No Mountain High Enough. Theodora Spiritsch, Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye, Starmania, live. Theodora, das ist doch eine Ironie des Schicksals, dass du ein Liebeslied schon wieder hier bei uns singst. Ja, die Liebe versetzt Berge sozusagen. Die Leute sind begeistert und selber hast du dich noch nie verliebt? Ja, passiert, würde ich sagen. Na, woran scheitert das denn? An der Musik. Ich liebe die Musik einfach zu sehr. Da ist kein Platz einfach. Ach so, du bist eine Partnerschaft mit der Musik eingegangen. Stimmt. Ah, da muss es doch auch noch Platz für den einen oder anderen Mann geben. Oder sind die alle Schrotter in deinem Umfeld? Mal schauen. Ha? Ich bin offen, mal gucken. Ah, okay, das ist eine Einladung. Melden Sie sich bitte schön. Blendet meine Nummer unten ein. Ja? Nein, da kommen die auf falsche Gedanken. Das ist vielleicht nicht so gut. Ja, jetzt habe ich gerade gedacht, wir sind hier so herzblattmäßig unterwegs mit unserer Plexiglaswand, aber das funktioniert dann vielleicht doch nicht. So, aber es geht ja um die Emotion, haben wir gemerkt. Man muss das einfach glaubhaft rüberbringen. Das ist dir auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen, Theodora. Würde jetzt ich mal sagen, aber wir überprüfen das mit dem Juryergebnis. Ah! Na was, bitte? Einverstanden. Die sehen das genauso. Ui, habt ihr euch da abgesprochen, oder? Nein, ihr könnt euch ja nicht. So. Wir werden getrennt voneinander gehalten hier die ganze Zeit. Ja. Wir reden nicht miteinander. Und ihr sitzt doch so weit auseinander, dass man gar nicht drüber schauen kann, was votet jetzt der andere, wie viele Punkte gibt der. Aber geheim. In Summe auf jeden Fall, Theodora, so viele, dass du ein Star-Ticket bekommen hast. Nein. Fiverr, Erklärung, bitteschön. Ja, also ich finde... Mir gefällt das immer ganz besonders gut und das hast du jetzt auch gemacht, wenn jemand nicht so wahnsinnig vorne in die Kamera und guck mal, hier bin ich und perform, sondern so bei sich bleibt. Du bist einfach bei dir geblieben und hast gefeiert und ich musste mich mitbewegen und ich fand's super. Ich mochte, wie du das gesetzt hast, wie du das gesungen hast und die Herzlichkeit und die Freude und das warst du. Und dich will ich wiedersehen und ich sehe dich wieder, weil du einen Stern hast und es macht mich unglaublich glücklich. Gratulation. Mich auch, danke. Bravo. So, und dein kleiner Bruder, den erwähnen wir auch noch ganz kurz, weil der so stolz ist, dass du ja hier bist. Und ist der Stolzeste. Und dein Ruhm färbt ein bisschen auch auf ihn ab. Na, was glaubst du, der ist jetzt auch noch mal 5 cm gewachsen, oder? Ja, also er hat mir gesagt, dass alle aus seiner Klasse mitschauen, weil er ist in der 2. Klasse Volksschule. Moin. Noch ganz klein. Was, der liegt schon im Bett jetzt? Nee, der schaut, der fiebert mit, alle fiebern mit. Sorry an die Eltern, dass die Kinder so lang wach bleiben. Nicht mein Fehler. Aber ja, der ist absolut hinter mir und der hat gesagt, der wird so populär, wenn ich hier abfeiere. Das habe ich deswegen gemacht. Also er ist eigentlich der Star dann. Der hat es verdient. In der Schule auf jeden Fall. Gut, du teilst gerne. Vielen, vielen Dank und danke, wir freuen euch. Uns auf dich und die Freude, die du uns noch bereiten wirst. Dankeschön. Danke.